Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Gothic 2 und die Nacht des Raben, Addon. Ja, wir hatten Esteban erledigt, uns eine schwere Rüstung zugelegt und schon mit Torus gesprochen, um ein paar Leute loszujagen. Ja, wenn das doch immer nur so einfach wäre, so irgendwie. Ah. Tada. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Yay. Haben wir schon wieder... Oh, wir haben schon wieder Lernpunkte. Ich will meine magische... Plus 5 Mana. Ach, toll. Ab jetzt kostet's... Ah, warte mal. Ich habe, glaube ich, noch den Ring, ne? Das heißt, beim nächsten Mal könnte man noch... Ja, genau. Mana-Bonus plus 10. Das heißt, ich kann auf jeden Fall noch 10 Punkte holen, ohne dass ich Probleme kriege. Von welchem kam ich denn jetzt? Zum Sumpf. Der ist noch aus. Zum Canyon. Tempelportal. Ah, Banditenlager. So. Tot? Ja, Tatsache. Der auch. Ja, toll. Ein paar Kräuterchen. Ah. Ach, komm schon. Toll. Für 50 Gold. Lächerlich. Na, bist du auf dem Weg in die Gardist? Ja, dann pass gut auf dich auf. Pass besser auf als die Typen, die hier überall rumliegen. Warum sind sie tot? Okay. Die haben sich kaputt geschuftet. Nö, ist klar, kaputt geschuftet. Auch nur ein Gardist. Ja, gehen wir erstmal in die Mine. Wen haben wir da? Dann vergiss nicht, dich bei Sketty einzudecken. Was brauche ich denn? Nun, zumindest eine Spitzhacke. Etwas Proviant kann auch nicht schaden. Oder wie wäre es mit Heiltränken? Da unten gibt's Minecrawler. Wie läuft das Geschäft? Seitdem die Gruft offen ist, werde ich nicht mehr viel los. Raven hat keine Verwendung mehr für die Sklaven. Deshalb packen sie jetzt das Gold. Auf Anordnung von Bloodwyn. Und die Butler ruhen sich aus. Butler, die sich ausruhen, sind nicht gut fürs Geschäft. Bloodwyn? Hat er hier was zu sagen? Er hat die Aufsicht über die Mine. Aber er ist so gut wie nie hier unten. Die meiste Zeit verbringt er bei Raven im Tempel. Was genau bedeutet so gut wie nie? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er aus der Gruft kam. Nein, warte. Das letzte Mal war er hier, als er die Sklaven zum Goldhacken geschickt hat. Im Gegensatz zu Raven hat er ein großes Interesse an Gold. Was ist das für eine Gruft? Eine verfluchte Unglücksgruft. Die Wächter der Gruft haben viele Männer getötet. Wächter? Redest du von Wesen aus Stein, ziemlich flach mit rundem Kopf?
genau die meine ich. Zu Dutzenden kamen sie aus den Tiefen des Steins. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht gut ist, die Gruft auszubuddeln. Aber Raven war wie besessen von der Idee, dort zu graben. Und als die Gruft endlich freigelegt war, ist er mit seiner Garde dort reinmarschiert. Okay. In der Gruft. Du bist ziemlich neugierig. Erinnerst mich an einen Kerl, den ich mal kannte. Der war genauso neugierig. Und das ist ihm irgendwann zum Verhängnis geworden. Komm zur Sache. Was ist in der Gruft passiert? Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Hey, Scatty, nicht jetzt. Das hier ist wichtig. Also, was hat Raven dort gemacht? Na schön. Er hat etwas gerufen, beschworen. Er rief immer wieder Worte in einer fremden Sprache. Helles Licht drang aus der Gruft und dann hörte ich einen Schrei, der mir durch Mark und Bein ging. Ein dämonischer Schrei. Und? Weiter? Mehr weiß ich nicht. In dem Augenblick kam Bloodwin aus der Gruft und hat mir gesagt, ich soll verschwinden. Und das habe ich dann auch getan. Es hat auch gar nicht so lange gedauert und Raven ist mit seinen Jungs wieder im Tempel verschwunden. Seitdem hat sich Raven nicht mehr blicken lassen. Willst du was trinken? Wenn du ein Bier hast, das wäre jetzt genau das Richtige. Bier gibt's nämlich kaum hier im Lager. Aber vielleicht hat Lucia noch eine Flasche. Wohl bekomm's. Boah, 750 Erfahrung. Danke, Mann. Du bist mein Held. Was muss ich übers Gold hacken? Wow. Eine Spitzhacke in die Hand nehmen und auf einen Goldklumpen draufschlagen, das kann jeder. Aber dabei zersplittern viele Nuggets. Deshalb sollten nur Leute hacken, die was davon verstehen. Ich kann dir noch mehr erzählen, wenn du etwas Erfahrung mitbringst. Oh, 10% nochmal mehr. Und ich habe natürlich meine meine Lehrpunkte verbrannt. Meine Güte. Ja, davon haben wir noch genug. Pfeile haben auch genug. 1500 Spitzhacken. Willst du mich veräppeln? Leichter Zweihänder, Langschwert, Streitaxt, Edles Bastardschwert, Inquisitor. Toll. Alles nicht interessant. Paladin Zweihänder. Weg damit. Grobe Kriegsakt. Weg damit. Edles Schwert. Könnte man noch verwahren. Degen und tschüss. Was haben wir denn hier noch? Ach ja, klar, angelegte Teile kann man nicht haben. Oh! Sehr schön. Ein Spruchrolle, Lederbeutel. Kann man immer gut gebrauchen. Nehmen wir mit. Was war das denn jetzt für eine Spruchrolle? Ein Lederbeutel. Na da, 25 Münzen. Das war ja richtig viel. Ja, hier gibt es kaum Bier im Lager. Und was ist? Direkt um die Ecke steht eins. Du Trottel. Ernsthaft? Ich glaube es nicht. Oh, das ganze Gelaber wollen wir nicht nochmal. Also speichern wir. Ah, wen haben wir denn hier unten? Der muss einfach mehr trainieren. Hier kann man sowas nicht machen. Das ist kein Geheimnis. Glaubst du wirklich? Das interessiert mich nicht. Der arme Kerl kann mir leid tun. Oh.
Ja, da gibt's nichts mehr zu holen. Bin aber denn hier stehen. Garatz unten und unsichtbaren Butler. Minecrawler, jede Menge Minecrawler. Wir sind hier auf ein Nest gestoßen. Warum greifen wir die Crawler nicht an? Hab ich auch gefragt, aber die Garde hatte Wichtigeres zu tun. Bloodwayne hat es mir überlassen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich schätze, du hast nicht vor, dich mit den Crawlern anzulegen. Warum sollte ich? Damit wir an das Gold kommen, das in der Höhle ist? Das meiste wird sich eh Bloodwayne reinziehen. Und für das bisschen, das ich kriege, riskiere ich nicht meinen Hals. Wenn du dich mit den Crawlern anlegen willst, lass dich nicht aufhalten. Nur lock sie nicht alle hier rauf, ja? Oh. Kannst du mir noch was über Bloodwayne sagen? Ja, er ist ein goldgieriger Bastard. Er kontrolliert jede neue Ader und jeden Klumpen. Für Gold ist ihm kein Weg zu weit, aber wir sind ihm scheißegal. Und sonst? Er hält sich für den Größten und kann es nicht leiden, wenn jemand besser dasteht als er. Okay, ich würde trotzdem nicht gegen ihn antreten wollen. Geh ihm am besten aus dem Weg und reiz ihn nicht. Es sei denn, du willst, dass er wütend wird und seine Beherrschung verliert. Okay. Immer wieder nett, was Neues zu hören. Eins klarer. Na, das hat sich wenigstens mal gelohnt. Wie viele Minecrawler haben wir denn da unten? Ach, das geht doch noch. Nein, nicht den Eisblock. Eisfall. Bam. Easy. Die normalen Minecrawler brennen mir ja so runter. Probleme werden die Großen machen. Also die Warrior. Gut, dass der hier vorne noch das abgefangen hat, sonst hätte ich da hinten einen Haufen mehr gepult. Viel ist hier aber nicht. Ja, ohne nachgefülltes Mana ist ein bisschen blöd zu kämpfen. Ja, komm du auch noch her, meine Fresse. Was liegt denn da für ein Spruchrolle? Ein Wirbelsturm? Eine Heilung? Also die Spruchrolle, der Trank war natürlich auch Heiltrank, aber jetzt nicht ganz so wichtig. So. Mal eben heilen. Mana-Trank. So.
lustige Höhle. Liegt hier halb. Hier kommen komische Geräusche. Oh, da ist noch ein Trank. Den habe ich ja übersehen. So. Was haben wir noch? Den haben wir. Den noch nicht. Den wahrscheinlich auch noch nicht. Sehr gut. So, dann kümmern wir uns mal um das Gold. Na toll, da sind so viele Adern, wo wir nicht drankommen. Oh, schon drei. Na, kommen wir da oben dran? Nee. Hm. 65% schon. Wir haben schon 10% plus gemacht. Eieiei. Auch nichts mehr zu holen. Oh, Feuerwurzel. Eine Spruchrolle, ein Blitz. Oder Blitzschlag. Ist eigentlich auch nicht so wichtig. Es wird immer besser. Ich wette. Boah, ein Blitzschlag, den ich gekriegt habe. Ich wette, dass gleich, wenn wir da die. Oh, 100 Münzen. Wenn wir hier wieder rauskommen, sich entweder der Typ, mit dem wir gerade geredet haben, was greifen will vom Gold. Oder das Bloodwind ankommt. Ja, an dieser Stelle sage ich wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und schaut auch in meine anderen Videos.